Hallo ihr Lieben, warum schnelle Lösungen nicht immer die besten sind. Ich weiß und kenne das aus eigener Erfahrung, dass wir immer gerne nach schnellen Lösungen suchen und nach dem einen Mittel, der einen Cure, die irgendwie alle Probleme beseitigt. Und das begegnet mir natürlich auch, wenn es um die Körperarbeit geht, die beckenzentrierte Körperarbeit, die ich anbiete, Somatic Core Integration. Somatic, körperlich, Core, dein Kern, das Beckenzentrierte, geht es viel um den Schoßraum. Integration, auch das wirklich zu integrieren, auch diesen Schoßraum wirklich zu integrieren in den Körper. Und Frauen fragen natürlich auch, wie viele Sitzungen brauche ich denn da? Manchmal ist das einfach so für den Planungshorizont oder den finanziellen Horizont, aber es ist oft auch der Wunsch, ja genau zu wissen, wie viel brauche ich, damit alles gut ist. Und ich kann das total verstehen, weil am liebsten hätte man geht einmal irgendwo hin oder zweimal, vielleicht dreimal und dann ist alles gut. Ich kann das nicht versprechen, weil das ist ein sehr komplexes Thema und da zählt natürlich nicht nur hinzu, was ich tue mit dem Körper, sondern es ist eine Interaktion mit dem Körper. Oftmals sind es Themen, die über Wochen, Monate oder Jahre sich aufgebaut haben und bestehen und auch ein bisschen Zeit brauchen, auch an innerem Prozess. Es ist eine Kombination aus einer physischen Arbeit, einer energetischen, einer emotionalen Arbeit. Es kommt alles zusammen. Und es braucht auch Zeit, diese Prozesse zu integrieren. Manchmal gibt es wirklich Veränderungen, die scheinbar so paff, kathartisch passieren. Meine Erfahrung ist, das hat sich vorher innerlich aufgebaut. Da ist vorher ganz viel passiert und irgendwann ist dieser Moment, da platzt der Pickel, sage ich immer. Da entlädt sich etwas, da ändert sich was und zack, das Thema ist vielleicht verstanden, ist integriert und dann sieht es so aus im Außen, als wäre das plötzlich passiert. Meine Wahrnehmung ist, das ist nicht plötzlich passiert. Das hat sich entwickelt. Das ist oder wie der Samen, der unter der Erde langsam schon sich entwickelt und irgendwann siehst du ihn und er kommt durch und er bricht durch. Aber Prozesse brauchen in der Regel Zeit. Ich will nicht sagen, dass es nicht auch Wunderheilungen gibt, die von heute auf morgen oder von jetzt auf gleich passieren. Ich habe sie noch nicht gesehen. Also ich sage nicht, das gibt es nicht. Ja, in meiner Arbeit, meine Erfahrung ist, Prozesse brauchen Zeit und dafür stehe ich auch, dass ich Menschen und vor allen Dingen den Frauen, mit denen ich arbeite, Zeit gebe, auch dem Körper Zeit gebe, dass er integrieren kann, dass er spüren kann. Weil häufig ist das Thema nämlich, dass wir gar nicht mal spüren können. Häufig ist Taubheit ein Thema oder ich kann das gar nicht richtig fühlen, sagen Frauen oft. Ich kann das gar nicht wahrnehmen. Das ist irgendwie so wischiwaschi. Ich weiß gar nicht so richtig, was da ist. Ja? Und es braucht einfach Zeit. Und Themen aufzulösen, Spannungen aufzulösen, auch dass es hält, dass es bleibt, ja. Das kommt auch noch mal drauf an, was macht Frau oder Mensch dann nachher mit dem Körper wieder? Fällt jemand wieder in genau dieselben Muster zurück und retraumatisiert sich vielleicht und sorgt dafür, dass dieses Muster bleibt, ja? Oder schafft jemand das wirklich, Schritt für Schritt das Thema zu integrieren? Ich sage immer, stell dir das eher vor, nicht wie so ein Kippschalter. Du möchtest das von null ich sag mal, um 180 Grad wenden dein Thema, sondern stell dir das eher wie so ein Drehschalter vor, wie so vielleicht Volume an deiner Stereoanlage und du willst immer nur so ein kleines bisschen verändern, ein kleines bisschen und noch ein kleines bisschen, noch ein kleines bisschen, ja. Muss nicht unbedingt Volume sein, weil da wird es immer lauter. Aber du weißt, verstehst vielleicht, was ich meine. Immer ein kleines bisschen, dass du es auch halten kannst und nicht, dass du so einen Kippschalter umlegst und denkst, boom, jetzt ist alles anders. Das passiert manchmal auch in so transformativen Erlebnissen, auch auf Workshops, wenn da auch viel gepusht wird, die Energie hoch ist, dann kann es sein, du hast das Gefühl, wow, mein Leben verändert sich. Oder auf Pflanzenreisen oder sowas, ja, und dann kann man das oft nicht integrieren. Also lieber ein Stückchen für Stückchen für Stückchen mit ein bisschen Geduld und Zeit und dranbleiben an deinem Prozess, dass dein Körper das auch wirklich integrieren und halten kann. Weil häufig ist dieses husch, husch, schnell, schnell ein Teil des Problems, ja, dass du ganz oft höchstwahrscheinlich, wenn du bist wie viele Frauen, dein eigenes Tempo übergangen hast in der
Zeit, die hinter dir liegt. Oftmals auch als Kind vielleicht gepusht wurdest, nicht genügend Zeit hast. Viele Frauen erzählen mir, dass in der Sexualität das Thema ist auch, dass sie sich nicht genügend Zeit lassen, bevor der Mann überhaupt eindringt. Dass sie nämlich das Gefühl haben, sie brauchen zu lang, sie sind zu langsam, sie sollten schon viel weiter sein. Und das kreiert halt immer Spannung im Becken. Und das ist ja meist nicht nur einmal passiert, sondern ganz häufig, wenn dann noch traumatische Erfahrungen hinzukommen, Stress, vielleicht Schmerz, ja, und das baut sich alles auf, dann ist da ein großes Konglomerat von Spannung. Und das braucht Zeit, da dran zu gehen. Ja? Das kann man nicht mit der Brechstange verändern. Und häufig arbeite ich erstmal mit dem ganzen Körper. Da ist häufig sehr viel Spannung im Bauchraum zum Beispiel. Im Zwerchfell vielleicht. Das kann sich durch den ganzen Körper fortsetzen. Schmerzen in den Füßen. Ja? Probleme mit dem Kiefer. Ja? Kiefer und Becken sind verbunden. Stimme und Becken sind verbunden. Wir haben mehrere Diaphragmen im Körper, die miteinander verbunden sind. Und das arbeitet alles zusammen, ist alles verbunden über Nerven, über Faszien, über uns, ja, und unser Fühlen, unser Sein. Und deshalb braucht es, dass wir da Schritt für Schritt dran gehen. Und das will achtsam, behutsam, langsam vorbereitet werden, damit es auch möglichst nachhaltig in den Körper reinsacken kann und integriert werden kann. Ja. Deswegen stehe ich immer noch für Nachhaltigkeit und Langsamkeit und Geduld im Prozess und nicht für husch, husch, schnell, schnell und jetzt wird mal hier gepusht und ordentlich Energie reingebracht, dann kriegen wir das schon hin. Ja. Ich weiß, dass man vieles auslösen kann in einer kurzen Zeit, aber ich möchte eher, dass es nachhaltig ist und wirklich, ja, bleiben kann und dass du es wirklich, dass du mehr spüren kannst, dass du mehr ankommen kannst in deinem Körper, in deinem Schoßraum, in deiner Weiblichkeit, in deinem Frausein, in deinem ganzen Sein. Wenn dich das interessiert, melde dich gerne bei mir, dann können wir sprechen, was da möglich ist für dich. Auf bald, alles Liebe,